Die NT-Siegerhengst war erschoben. Zu viel Vergermeister und Derbysieger und was alles mehr. Unser liebes Denkmal, Donnerhalt! Donnerhall, was fällt Ihnen da spontan ein? Deckhengst werden die einen sagen, Dressurpferd die anderen. Der Mannschaftsweltmeister von Den Haag ist beides. In Travenhorst treffen wir Otto Gärtner. Bei ihm wurde Donnerhall geboren. Der kleine Donnerhall als Fohlen, wie muss ich mir den vorstellen? Ganz intelligent beim Rein, Rausnehmen, immer gegangen, nie verlaufen, immer bei der Mutter geblieben. Und sehr zutraulich, das haben Sie gesehen an den Bildern da, ich konnte ihn auf der Weide streicheln, ich konnte ihm die Füße hochheben. Und ganz was Besonderes war das schon. Es war ein ganz, ganz schickes Hengstfohlen. Dr. Ramsa sagte zu mir mal persönlich, ich hätte noch nie so ein schönes Fohlen gezogen wie dieses Fohlen. Die Oldenburger Kürkommissare waren die ersten, die Donnerhall begutachteten. Damals, muss ich sagen, konnte Donnerhall sich schon enorm in Szene setzen, als Fohlen schon enorm bergauf sich bewegen. Und er hatte so das Besondere. Selten trifft der Satz, wenn der Vater mit dem Sohne so zu, wie auf Donnerwetter und Donnerhall. Auf dem Galaabend der Elite-Auktion Fechter am 30. März 1990 erlangte der Begriff Familienharmonie eine völlig neue Bedeutung. Einklang in Perfektion mit Karin und Herbert Rehbein. ...1986 ein weiteres Highlight. Und er trabte wirklich damals auf der DRG wie ein Weltmeister. Und das ganze Publikum, weiß ich noch, ging enorm mit auf der Tribüne. Es war ein großes Hallodria, wie Donnerhall sich dort in Szene setzte. Die Leute wollten ihn einfach und das war zum damaligen Zeitpunkt wirklich so. Er wurde von Runde zu Runde besser. Das war eine Schau, die uns keiner mehr stehlen konnte, ne? Donnerhall, der Weltmeister, der Vererber. Auf dem besten Weg, schon zu Lebzeiten, zur Legende zu werden.